du scheiß Knecht. Ich bin so ein Bundesliga-Experte, Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Willkommen auf Werners Fußball-Ecke. Werners Fußball-Ecke. Hallo? Hi, kommt eigentlich noch ein Karriere-FIFA-20-Team? Nein, mein Freund. In 10 Tagen oder in 11 Tagen wird erst wieder ein YouTube-Stream kommen. Das ist scheiße. Ja, da ziehe ich mich jetzt so ab, Digga. Das ist Bayern. Echt, ja? Das ist Bayern? Das ist ganz schön. Ja, Davis. Guck mal hier, jetzt kommt schon das erste Ding. 3, 2, 1. Frankfurt. Digga, ich dachte, ich hab dich. Ich knall den jetzt. 3, 2, 1, Leverkusen. Boah, nur wegen Finnland, ne? Man, weißt du, was schwierig ist? Du hast manchmal Spieler im Kopf, die aber da gar nicht aufgelistet sind. Weißt du, also wie die Nationalität. Zum Beispiel hatte ich da jetzt Jonathan Tah. Warum ist da Tabsoba? Weißt du, was ich meine? Der hätte auch Tah zocken können. Stimmt. Ja, safe call. Das sind so eine Dinger. 3, 2, 1, Dortmund. Borussia, Dortmund. Ja. Jetzt kannst du auch Gladbach sagen, ich weiß. Das war schon sehr verzögert, aber ich gebe dir jetzt. Ja. Nee, wegen Rafael Guerrero links und Haaland im Sturm ist mir aufgefallen. Drei, zwei, eins, Hertha. Das ist das einzige Team, weil er da schläft, der Knecht. Das ist Ascasiba. Leck mich am Arsch. Ich denk mir, wer ist denn der Argentinier? Oh, Hertha BSC. Der Knecht schläft auf der Seite. Der schaut sich doch nichts anderes an, Mann. Der macht einen Karrierestream mit dem. Drei. 2, 1, Freiburg. Augsburg. Wo spielt dieser eine Italiener rechts im Mittelfeld? Der spielt bei Freiburg, dieser, wie heißt der? Vincenzo Grifo. Ach. Yes! Ich wusste es! 1-1, fucking good, man. Ich wusste es wegen Tim Burgerson. Spielt Grifo bei Dings da? Bei Freiburg. Ja, sag ich doch. Und der ist Italiener, oder nicht? Ja, ja, aber Caligiuri ist auch wieder. 3, halt die Fresse. 2, 1, Gladbach. 2-0. Ich hab Affen im Kopf. 2-1. 3, 2, ne? Was ist das? Hilfe! Weh, du guckst im Chat. Ich hab's nicht, ich weiß es nicht. Ich schwör's dir, ich weiß es auch nicht. Ich hab einen, aber der spielt da nicht mehr. Also, ich weiß nicht, seit wann es so viele Deutsche gibt. Ja, hä? Warte mal. Zählt das jetzt noch? Ja, bis einer was hat. Also, du willst eine Antwort sagen? Ich würde einfach spekulieren, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das kann nicht stimmen, nee, es macht gar keinen Sinn. Also, bei mir macht's keinen Sinn? Bei mir macht's auch keinen Sinn, hä? Weh, du guckst im Chat, ich guck nicht im Chat. Ich schwör, ich weiß es nicht. Ich hatte als erstes im Kopf Hoffenheim, aber wo spielt Skoff? Skoff ist doch kein... Wo ist... Das macht auch keinen Sinn. Scheiß drauf. 3. Warte! 2. Warte, 1. 3. Bielefeld. Union. Digga, ist nicht. Es ist so schwer. Wo spielt Leiner? Oh, der spielt bei Gladbach. Ja, aber Gladbach hatten wir schon. Aber warte mal, ist es... Warte mal, wenn das im Tor... Ist das Lute? Das hab ich schon gesagt. Bielefeld, ne? So geraten. Oh mein Gott. Was hast denn du gesagt? Union. Davor war nämlich der... Dieser mit R. Wie wow. Heißt denn der? Wow. Kragenski. 3, 2, 1, Bremen. Schalke? Bremen, fuck, Mann. Wir sind da, Freunde, wir sind da. Es steht 3-2. Ich brauche jetzt einen Glückstreffer. Gib mir noch ein paar, Werner. 3-2, komm so, Mann, komm, mach zu Ende, Werner. 3, 2, 1, Schalke. Ja, ich hab zum Glück, ich hab zu Angst gehabt, dass man anzuzahlen. Mann, Digga, und jetzt wird's haarig. Gib mir noch ein paar, Werner. Wer bist denn du? Warte mal. Wer bist denn du? Hä? Weh, du guckst im Chat, du Knecht. Ich schwöre, ich hab was im Kopf gehabt, aber das macht wieder keinen Sinn. Bei mir auch, es ist wieder. Ich sag einfach was. 1, Stuttgart. Stuttgart. Wegen diesen Japaner auf der 6. Aber wer ist der Innenverteidiger und wer ist im Tor? Und wer ist rechts vorne? Es ist sogar Stuttgart. Ja, Mann, Digga, es kann nicht wahr sein. Ich bin so ein Bundesliga-Experte, Freunde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war, was? Hey, Union hat mich ja gebumst, wow. Das wussten wir beide nicht und da hat er das hinbekommen, ey. Ich habe nur Union hinbekommen wegen den deutschen Keeper. Ich bin... Nee, es passiert wieder, Chat. Der Mann ist in Gönnerlaune. Soll ich mal mein Fußballwissen testen? Ich teste das mal. So ein Knecht.
10 Sekunden Zeit, ja, laber mich nicht voll. Welche Fußballnationalmannschaft? Wieder mal Helene. Was? Wieder um 3 Subs? Ja. Okay. Welche Fußballnationalmannschaft hat sich noch nie für eine WM qualifiziert? 3, 2, 1, 1, Dora. C. Digga, ich wollte auch El Salvador, aber das war mir so. Ich glaube, das sagt jeder. Ja. Was? Was? Ich hab mit Finnland, ich dachte, zu 100%. Digga, ich dachte auch Finnland 100%. Wer wurde Europameister 2004 in Portugal? Wenn du das nicht weißt, bist du ein Knecht. 3, 2, 1. Dora. Ah. Nee, Europameister. Du bist so ein Knecht. Ja, du ich 2001 wurde Frankreich, er ist oder? Halb, er ist halb Portugiese. Er ist halb Portugiese. Das war Portugiese. Im Finale und ich warte mal, mach mal kurz Stopp. Da hat Ronaldo geheult. Angelos Charisteas hat das Tor gemacht. Freunde, ja. er ist halb Portugiese und deswegen liebt er so Ronaldo so doll. Er kann, nee, Digga. Das ist lächerlich, Willi. Das weißt du auch selber. Das muss ich dir nicht sagen. Wann hat denn Frankreich noch mal kurz die EM gewonnen? 2000, oder? Welcher Bundesliga-Club wurde am 12. Wann hat Frankreich die EM gewonnen? 3, 2, 1, Alpha. Ah. Willi lächelt. 75 Jahren, ja, ja. Wann wurde die Fußballabteilung von TSV... 3, 2, 1, A. Digga, als ob das 10 Sekunden sind, das ist doch keine 10 Sekunden, oder? Geht relativ schnell. Ja. Digga, wir sind so schlecht. Das war nicht mal A, das war D. Echt jetzt? Ja. Ich war so überzeugt gerade. Wer wurde 1960 der allererste Europameister? Okay, ich habe zwei, ich hab Ideen. Also ich weiß. Du weißt ich es? Weiß, nein, ich weiß, das sage ich dir auch so wie es ist, England noch nie, glaube ich. Perfekt. Okay, 3, 2, 1, B. B. Ziemlich spät. Nee, Eli, reiß dich zusammen. Das war nicht ziemlich spät. Kam schon verspätet. Oh mein ja. Gott. Ja, ja, es war aber eins von den beiden, Digga. Ja, guck mal, ja, das ist Yashin komm. Gewesen. Welcher Fußballer schoss die meisten Tore in der Fußballhistorie? 3, 2, 1. Christian. Du bist so schlecht. Ach, Pelé hat über 500 oder so, ne? Digga, Pelé ist safe am meisten, oder? Ja, glaube ich auch. Digga, Pelé ist safe am meisten, oder? Was? Digga, das ist doch fake. Ich dachte erstmal Gerd die Maschine. Ich dachte safe. Gerd Müller. Und dann Pelé. Dann habe ich gesagt, du hast Pelé. Junge, der hat bei sich in der Liga irgendwo richtige. Wie viele Fischspiele Tore schoss? 3, 2, 1, B. D. Meinst du, der hat 800 Buden gemacht? Digga, Pelé hat doch wohl 500. Mehr als 500 gemacht. Ja, Pelé hat 500, glaube ich. Und dann denke ich, hat der 558. Alter, leck mich am Zückerle. 3-0 Illegaler, ne? Das ich hab schon mal... Die Giftsatz. Du hast es schon mal geschafft, sagst du. Ja. Welche Fußballmannschaft war mit Sevilla 2015? Oh. Okay. Ich dachte, da steht Dunjas Dreda. Okay. 3, 2, 1, B. 1, B. Aber ich hab das Gefühl, es könnte auch Ajax sein. Ajax oder Menu? Was? Was? Das ist 5. Die waren im Finale. Kann mir das mal kurz einer erklären? Die waren im Finale, Chat. Junge, natürlich hat Sevilla gewonnen. Die Nipo, welche, was ist das für ein was Land? Ist das für eine Liga? Junge, ihr werdet sehen. Dunjas Dreda wird diese Saison auch im Finale sein. Gegen Tottenham. Dunjas Dreda werden. Welcher Verein ist der älteste gegründete Fußballclub Deutschlands? Das ist, also, wenn da Germania Berlin steht, das kann ja nur eine Falle sein. 3, 2, 1, B. D. Es ist Germania Berlin, ich weiß es, weil, ich bin mir da zu 100% sicher, weil ich letztens oder vor einer Zeit mal irgendwo gelesen habe, dass da ein Trainer ist, den man in Berlin kennt, der jetzt den ältesten Club Deutschlands hat. Genau. Kann einer mal einen Clip davon machen? Kann einer davon mal bitte einen Clip machen? Kannst du mir mal sagen, was du gelesen hast? Sag ich doch. Was hast du gesagt? Da haben sie auch nicht die richtige Antwort. Ich habe Hamburg gesagt, weißt du, Dino, die war immer als Dino bezeichnet, dann habe ich das ein bisschen hergeleitet. Oh, du. Oha, ich habe es gerade perfekt nachgemacht. Welcher deutsche Fußballverein kam 2019 nicht in ein Champions League Halbfinale? Warte, welcher deutsche Fußballverein kam 2019? Nicht in ein Champions League Halbfinale? 2019, 20, das war also jetzt hat. Jetzt nee, hat. Warte. Junge, letztes Jahr. Hä? 3? Ich weiß es. 3, 2, 1, B. C. Digga, als ob Wolfsburg in dem Halbfinale war, du Knecht. Waren die nicht mal gegen Real? Welcher Verein? Fußballer kam.
Was? Weil Dortmund hat doch Europa League gespielt. Ach, die Frauen. Weiblich. Oh Gott. Es gibt nicht mal eine Dortmund. Ich habe die Frage ja, ganz anders verstanden. Oh mein Gott, ey. Ich habe ganz anders verstanden. 3-1. Einfach ein Denkfehler. Ja, das sind 3 Griffzaps, Freunde. Für euch habe ich die organisiert bekommen. Ja, ganz ehrlich, die waren ja auch einfach bei der Ablieferung. Everything has changed. Every day.